Ja, sanfte Grüße, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. 10 Uhr am 16. Juli. Wir schalten uns direkt nach dem JFD Devisenradar nochmal auf, nachdem der Euro gegenüber dem japanischen Yen ja hier nach unten wegdriftet. Wir schauen das uns gleich mal hier in der Rainbow-Manier kurz an. Den hatten wir heute Morgen im Fokus und hier gab es schon unlängst neue Tagestiefs. Das sieht nicht so schön aus. Gehen wir direkt auch hier nochmal in die Rainbow-Beschau direkt. Und da sehen wir hier, dass es just einen Ausbruch nach unten eben gab aus der Asia-Range. Fakes inklusive. Man muss aufpassen, was sich hier tut. Die Europairs insofern mal ein Stück weit konservativ erstmal betrachten bis zum EZB-Event. Aber was haben wir hier? Den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen in einer sehr, sehr interessanten Ausgangssituation. Wir hatten gerade schon im Chat sozusagen auf der JFD oder auf dem JFD-Desk darüber philosophiert, nach dem Motto, was kann denn hier jetzt passieren? Und wir sehen, dass dieses Währungspaar hier im M15-Chart-Intervall unmittelbar vor einem Ausbruch über das gestrige Tageshoch steht. Das sieht sehr, sehr interessant aus, denn auch wenn wir hier auf den H1 schauen, also auf den Stundenchart, wird deutlich, dass wir hier grundsätzlich positives Momentum aufgebaut haben und hier oben sogar das Vormonatshoch lockt. Der Weg ist eigentlich frei. Wir sind hier aktuell auch über ein langjähriges Hoch angestiegen. 123,85 ist rund hier das Widerstandslevel auf langjähriger Sicht. Aber wir sehen eben, dass es aktuell noch so ein Stück weit hapert mit einem direkten Ausbruch auf beziehungsweise über die Asia-Range und über das Vortageshoch. Das deckt sich hier gleichsam. Da sollte man natürlich jetzt aufpassen, was der Markt noch macht. Wir schauen uns jetzt hier mal zusätzlich mal einen ganz klassischen Indikator an, um hier sozusagen mal ein Stück weit zu erfassen. Moment, jetzt, wo ist er denn hier? Um ein Stück weit zu erfassen, was wir aufgrund der letzten Bewegungskerzen so initiieren können. Denn da wird nämlich auch deutlich, dass wenn wir hier schauen, was während der Nachtsession passiert ist und dem gestrigen Hoch, ich mache es mal ein Stück größer alles, so, dass wir hier eine Divergenzenbildung haben. Das ist so ein Stück weit die Vorsicht, die man hier an den Tag legen sollte, wenn man das Paar zum Beispiel jetzt mit einem Ausbruch Long handeln wollte. Also ein Ausbruch deutlich über 124 Yen wäre sichtlich bullisch zu interpretieren, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier im Sinne der Average True Range deutliches Potenzial haben. Das verspricht mehr als 70 Pips auf der Oberseite, aber Obacht, wir haben hier eine relativ klare Divergenz im RSI-Oszillator, die hier ein Stück weit zur Vorsicht mahnt. Und das ist genau der Punkt, wo man eben sagen muss, Moment, dass hier eine gewisse Vorsicht angebracht ist. Wir sehen auch aktuell, der Preis kommt wieder zurück und hat es jetzt nicht geschafft, nach oben rauszuziehen. Und hier empfiehlt es sich definitiv erstmal abzuwarten, ob der Preis den Drive aufweist, hier wirklich nach oben auszubrechen. Falls nämlich nicht, ist hier die Gefahr eines Pendels innerhalb dieser Asia-Range denkbar, beziehungsweise wer hier den Mut hat, oberhalb des Pivot Points Einstiege zu suchen, der kommt natürlich auch tiefer in den Trade rein, um auf einen Ausbruch zu spekulieren, diesen zu antizipieren. Die Frage ist eben nur, ob er dann kommt. Schauen wir doch da mal auf die Intraday-Fuzzy-Vektor-Logik. Die laden wir direkt mal hoch, hier im Stundenchart-Intervall und wollen mal sehen, was sich da sozusagen hier anhand dieser Tendenz auftut. Rein vom Wochentag her können wir jetzt mal hier schauen, US-Dollar gegenüber japanisch Yen am Donnerstag hier mit einer leicht positiven Tendenz. Der US-Dollar ja ohnehin sehr stabil unterwegs, sehr positiv unterwegs. Also hier sehen Sie auch sehr schön an den Wochentagen, dass es keinen Tag im Minus gibt, grundsätzlich mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Der gestrige Tag mit 60% ganz klar der stärkste, heute 55% auch mal nicht von schlechten Eltern. Aber wie gesagt, es bedarf eines neuen Ausbruchs über das gestrige Tageshoch. Und jetzt schauen wir mal hier im Stundenchart-Intervall, was die Fuzzy-Vektor-Logik sozusagen meint. Da sehen wir, oha, es blieb eigentlich ein Rückgang, ein prognostizierter Rückgang in der Asia-Session aus. Wir justieren das Ganze mal auf das aktuelle Preisgeschehen, relativieren sozusagen diesen angedachten Rücksetzer und hier verspricht sich tatsächlich ein Ausbruch nach oben. Allerdings vor einem kleinen Dip, der sich hier so ein Stück weit andeutet im Sinne eines Touch der unteren Asia-Range. Sehr, sehr interessant. Und wir sehen auch, es scheitert, wie gesagt, gerade der Ausbruch. Ein Rücklauf könnte hier spekulativ zum Einstieg einladen. Definitiv. Also warten wir mal ab, was passiert. Das Paar ist in jedem Fall interessant. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Anlegen, Traden, Handeln und Beobachten der Märkte. Wenn Sie mögen, hören wir uns später nochmal zur DAX-Beschau. Ich sende erstmal beste Grüße in den Äther. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.